Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Ich freue mich heute, den Rüdiger Dahlke hier im Studio zu haben, mit dem ich in diesem Gespräch über das Wesen der Krise sprechen möchte. Seien Sie gespannt. Dein erstes Buch, damals noch mit Thorvald Detlefsen, habe ich vor 20 Jahren, oder ich weiß nicht, wie lang es her ist, gelesen. Ja, ungefähr. Und sehr viel Resonanz da gefunden und würde gerne heute mit dir eben über diesen Begriff Krise, weil ja, überall kriselt's, ja, aber eigentlich machen sich die Menschen gar keine Gedanken, was eine Krise eigentlich bedeutet, also was das Wesen. Ja, sie sehen die Früchte sozusagen, also wie beim Baum, ja, da sind ein paar faule Früchte und sonst was. Aber das Wesen einer Krise, da kümmert sich kaum einer drum. Du hast ja auch vor 20 Jahren noch ein Buch über Lebenskrisen gesprochen. Und ich würde gerne vielleicht, dass wir das hinbekommen, sozusagen im hermetischen Sinne, im Kleinen wie im Großen, diesen Aspekt, also Krise, als Lebenskrise, sprich in meinem persönlichen, in meinem menschlichen Dasein, aber auch im gesellschaftlichen. Mhm. Ja, ich liebe Analogien und ich glaube, ja, dass die Menschheit sozusagen wie ein großer Mensch ist, ja, oder sag ich mal, eine Stadt oder ein Land sozusagen auch eine Person nur höherer Ordnung ist, wo es Kohärenz gibt im Optimum, aber auch viele Konflikte. Und ob wir da gemeinsam hinkommen. Du hast das Buch damals Lebenskrisen geschrieben und hast in deinem Leben ja auch so manche Krise durchgemacht. Ja. Ich habe auch von daher gar nicht so ein schlechtes Gefühl zu Krisen, wie das allgemein in der Bevölkerung ist. Ja, ja. Das heißt, ich kann es ja auch mal, ich habe es ja vorhin gezeigt, ich habe mal was mitgebracht. Und zwar vor 30 Jahren habe ich das im Wort zum Sonntag gehört, nämlich die Chinesen haben zwei Schriftzeichen, und zwar Wei und Ji. Und Wei, das obere, heißt Achtung, Vorsicht, Gefahr. Das erkennt man sofort, weil es sehr einfach ist, wie unser Warndreieck. Aber das zweite Zeichen heißt im ursprünglichen Sinne Dreh- und Angelpunkt, also Ji, und im übertragenen gute Stunde, gute Gelegenheit, Chance. Und diesen zweiten Aspekt, den sehen wir offensichtlich nicht. Ja, wir also mir bleiben, hat den Walter Lechler mal, ein Freund, Nervenarzt, Neurologe, der hat mir das vor über 30 Jahren mal nahegebracht, in einem Vortrag, den ich bei ihm in Herrenalb, der Vater des Herrenalber Modells gewesen, und gehalten habe, da hat er mir das nahegebracht. Ja, also zwei Schriftzeichen, das eine große Gefahr, das andere große Chance, so habe ich es in Erinnerung behalten. Und das ist, hat mir sehr eingeleuchtet. Vor allem, wenn man das griechische Wort und die Bedeutung Krise noch dazu nimmt. Die Entscheidung. Ja, die Entscheidung. Ja. Das ist eben der Dreh- und Angelpunkt. Ja. Ja, jede Krise beinhaltet diese Möglichkeit, dass wir uns verkriechen vor Angst, große Angst, große Gefahr. Oder aber diesen Dreh- und Angelpunkt rauskriegen, die Entscheidung treffen, Schwert aus der Scheide und mal loslegen mit Mut. Mit Eisen. Ja. Dann haben wir eine ganz andere Möglichkeit. Ne? Dann kann die Krise zur Chance werden. Ja. Das kann ich eben auch in meinem Leben so empfinden. Also ich bin als achtjähriges Kind durch eine Scheidung von Norddeutschland, ursprünglich in Berlin geboren, so eine Mischung aus Hamburg und Berlin, dann aber von Norddeutschland nach Bayern versetzt worden, auch noch ins bayerische Dorf. Mhm. Und das war damals nicht so witzig. Ja? Also da war man der Saupreis und konnte gar nicht mit tun. Zugreister, ja. Mhm. Saupreis war die direkte Bezeichnung. Ja. Und da durfte ich beim Fußball schon gar nicht mitspielen. Und ich habe dann über Skifahren meine Sozialisation geschafft. Ja. Da konnte mich niemand hindern und habe dann schneller mal Skifahren gelernt. Und so, dass ich dann auch mal die Schulmeisterschaft und Stadtmeisterschaft, also mehr war es schon nicht, gewonnen habe. Als Saupreis. Als Saupreis. Und dann war plötzlich so, dass sie dann gesagt haben, nicht, der darf nicht mitspielen, sondern hieß es, der aus der Zeitung, der ist bei uns in der Klasse.
Das war natürlich für mein Ego mit, weiß nicht, 12, 14 ideal. Ja. Und ich dachte, Skifahren ist überhaupt der Schlüssel zur Welt. Mhm. Meine Eltern hätten mich schon gewarnt und gesagt, du, bei uns wird studiert. Es war jetzt gut, dein Skifahren, aber jetzt lass es auch mal wieder. Aber ich war so in meinem Ehrgeiz und habe mir dann mit Hilfe des Schicksals, ohne mein Verschulden juristisch gesehen, dreimal die Gräten so strategisch gebrochen, dass das mal fertig war. Ja. Da war ich damals entsetzt und getroffen und geschlagen. Aber rückwirkend betrachtet war es ein Segen. Ja. Ja, also ich habe aufgehört, Zeit da in diesen Bereich Skifahren, weiß nicht, ein paar Mal die Woche trainiert, reinzustecken und auch wieder Wochenenden gehabt, weil da nicht dauernd irgendwelche Rennen waren. Und das ist rückwirkend ideal gewesen. Mhm. Jetzt habe ich es schon ein paar Mal eigentlich so erlebt. Ja. Ich habe ja auch mit in der Schulmedizin, da kam ich so aus dem Studium mit diesem Gefühl, ich will das alles lernen. So in der Schule ist das gut gegangen. Mhm. Und ich habe da alles gelernt, hatte meine Einsen und war dadurch so ein bisschen freier und unabhängiger und musste auch nicht immer hingehen. So hatte mit den Eltern auch so ein Agreement-Deal, würde man sagen heute. Solange ich Einsen habe, ist egal. Okay, dann bist du frei. Ja, was da im Verhalten, über die Verhaltensdinge drinsteht und so. So. Meiner Mutter war es ein bisschen schwierig, die war ja Sonderschullehrerin. Ja. Aber da stand eben dann oft drin, hat trotz unsäglichen Verhaltens sehr gute Leistungen erzielt. Mein Vater hat dann gesagt, okay, das ignoriere ich so lange, wie die Leistungen so bleiben. Die blieben so. Und es hat mir auch Spaß gemacht zu lernen. So bin ich ans Studium rangegangen, alles lernen. Und dann gab es schon mal eine Krise, wo ich so gemerkt habe, hoppla, da läuft so viel gar nicht in Richtung Heilung. Und ich fühlte mich auch Krankheitsverwaltung. So, ja, Elendsverwaltung nennt sich. Und ich habe dann auch so das Gefühl gehabt, das tut ja auch mir gar nicht gut. Mhm. Es gab dann schon auch eine Krise. Ja. Aber diese Krise hat dazu geführt, dass ich mich mal mit der anderen Medizin beschäftigt habe, mit der ayurvedischen, indischen, mit der TCM. Und auch dann wieder das Gefühl, das will ich alles lernen. Mhm. Da muss ich hin, das will ich lernen. Mhm. Und ich wollte immer vor Ort eigentlich lernen, bei den Besten, mit so einer gewissen Löwe-Arroganz. Ja. Und ja, das hat mich mal in Gang gebracht, zu Reisen geführt und so weiter. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, nach einem Klinikjahr, so nicht. Also lieber werde ich Medizinjournalist, als dass ich in dieser Weise jetzt Klinik daran mache und mich in irgendwelchen Bürokratien da verhättere. Und es war eine gute Entscheidung rückwirkend. Also ich habe die ja auch von mir befreit. Ich war ja auch lästig mit meinen dauernden Fragen und dass ich immer die Psyche irgendwie mit einbeziehen wollte und nicht nur das Blut haben wollte, sondern auch wissen wollte, von wem kommt das Blut, übrigens, woran leidet er. Ja, aber Psyche, jetzt habe ich von einem jungen Studenten aus Graz, also ein Deutscher, der in Graz studiert, der sagt, ja, das psychosoziale Umfeld, PSU, das wird jetzt eingeführt in die Medizinausbildung. Ich sage, ist ja grandios. Da muss man schauen, was draus wird. Wir haben ja 68 die medizinische Psychologie durchgekämpft, die medizinische Soziologie. Ich habe mir dann später schon als Arzt diese Vorlesung mal angehört. Entsetzlich. Biomathematik vom Schlimmsten. Aber gut, bin sehr dafür. Ich meine, da gab es schon immer mal tolle Ansätze. Von dem Riegler war mal Vizekanzler in Deutschland. Diese ökosoziale Marktwirtschaft wäre eine tolle Chance gewesen. Ja, so langsam quälen wir uns ja hoffentlich in diese Richtung. Und das psychosoziale Umfeld wird heute in der Medizin auch dadurch geschätzt, weil wir wissen, die Genetik erklärt ja ganz wenig. Ja, wir kommen jetzt immer mehr zur Epigenetik, dass die Ernährung die Gene anschaltet und abschaltet und Bewegung, Entspannung, der Schlaf und das Bewusstsein. Bewusstsein natürlich sowieso. Ja. Also von daher ist das der richtige Schritt. Und irgendwann werden auch Leute, die das inhaltlich gut füllen, kommen, dazukommen und auch an der Uni mal Dinge in diese Richtung vertreten. Ja. Also da sehe ich schon eine Chance drin. Jedenfalls für mich persönlich war das auch eine gute Entscheidung, dass ich gemerkt habe, oder ich mich in der Krise fühlte, so will ich nicht Arzt sein, so kann ich gar nicht Arzt sein. Da werde ich Mediziner und vielleicht auch so ein Mediziniker, wie ich sie da ja oft erlebt Mediziniker habe. Mediziniker ist das, wunderbar, ja. Und dann, heute rückwirkend betrachtet, war das die richtige Entscheidung. Obwohl natürlich damals auch viele gesagt haben, auch Freunde, die es gut meinten, bist du wahnsinnig, wenn du jetzt nicht mit Detlefsen zusammentust. Dann wirst du, und du kommst Stempel nie auf. Mehr rein in die Schulmedizin, weil das ist ja ein Stigma. Mhm. Und ich habe das dann trotzdem gewählt, weil mich das fasziniert hat. Ja. Ich hatte auch einen wunderbaren spirituellen Lehrer, der hat mir mal gesagt, wo die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht. Und das ist etwas geblieben. Ja? Also das ist so... Ja. Wie ich da im amerikanischen College war und nach kurzer Zeit merkte, ich habe ja lauter Quatsch belegt, also von Square Dance bis Pferde einreiten bis Sprachlabor Spanisch. Okay. Also nichts mit Medizin zu tun gehabt, aber ich war so, kannte ich nicht, so eine offene Wahl. Mhm. Und nach einem Vierteljahr kam das schlechte deutsche Gewissen und ich wollte dann neue Fächer belegen, die jetzt mehr mit
dem, was ich in Deutschland vorhatte, zu tun hat. Da hat der Direktor mich dann nur mitgenommen in die Aula. Und da war so eine Ahnengalerie der großen Söhne hauptsächlich, aber auch ein paar Töchter vom College. Ich weiß nicht, noch ein Chemie-Nobelpreisträger war dabei und John Denver, der Sänger. Und für Amis ist ja wurscht, Hauptsache du machst deinen Weg. Genau. Ja, die haben ja gar keine Dünkel irgendwie diesbezüglich. Ja. So, und der hat zu mir dann gesagt, weißt du, du kannst ruhig das alles weitermachen, was dir Spaß macht. Unser Ziel ist, dass du hier rauskommst aus diesem College und noch richtig heiß bist auf dein Ding. Ja, dass du machst, was dich brennen lässt. Oh, ich hatte hier einen Gänsehaut. Ja, und ich damals auch und dachte, komisch, sowas habe ich ja in den 12 Jahren oder 13 fast deutsche Schule nie erlebt. Ja. Da ging es ja nie darum, was mich anzündet, anmacht, wo ich begeistert bin. Ich glaube, ich bin auch einer von den 2%. Gerald Hüther sagt ja, 98% sind am Anfang genial, wenn sie in die Schule kommen. Zwei bleiben über. Ja, das und kann ich den Stempel geben, ja. Ich hoffe ja, dass ich mindestens durch meine Frechheit und Resistenz gegen das, was ich da so erlebt habe, bin ja ein Protestant. Religiös hat es bei mir nicht angeschlagen, aber sonst hat es schon angeschlagen. Ich protestiere schnell, wenn es mir nicht passt. Ja. Und du willst den Dingen auf den Grund gehen. Ja, also von daher hat es auch so etwas Krisenmäßiges befördert. Ja, ja. Das Weltbild hat mir einfach nicht gereicht, was da in der Schulmedizin war. Ja. Und so bin ich dann zurück zu Plato, Aristoteles, habe das rausgefunden, dass ja eigentlich diese eine Ursache, die wir in der Schulmedizin so wichtig nehmen, die Causa Efficiens, dass die ja von Aristoteles nur eine von vieren war. Mhm. Und dass der meinte, wir sollen immer mit allen vier Ursachen drangehen, um etwas vollständig zu erkennen. Also wollte ich diese drei anderen Ursachen in die Medizin reinhaben, in meine Medizin. Ja, so entsteht dann sowas wie Krankheit als Weg, Krankheit als Sprache der Seele, Krankheit als Symbol. Also diese Krise vom Weltbild her hat mir auch gut getan. Ja. Ja, ich wäre auch aus dieser 68er-Geschichte nicht rausgekommen, wenn ich nicht gemerkt hätte, hoppla, die reden dauernd über Umweltschutz und qualmen wie die Wahnsinnigen. Ja? Also so viel verrauchte Zimmer wie damals. Ich jetzt als Nichtraucher war da irgendwie schon baff. Und wenn ich das gesagt habe, hat es geheißen, ja, du gehst ja wieder dem Klassenfeind auf den Leim und lenkst hier ab. Individualistischer Quatsch. Wir wollen die Großindustrie drankriegen. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, ja, wenn ihr eure eigene Kleinindustrie nicht mal rankriegt, wird es einfach nichts. Und es wurde ja auch nichts. Ja. Also irgendwann habe ich mich auch da abgeseilt von diesen ganzen idealistischen Sprüchen und habe so geschaut, wie ist denn die Beziehung von mir zu dem Ganzen. Ja. Und das, wie du am Anfang so gesagt hast, das muss auch einen Bezug haben zu uns selbst. Mhm. Also wir können die Welt natürlich so beschreiben. Gibt ja dieses planetarische Dorf. Ja, du reduzierst die Menschheit von 7,5 Milliarden auf 100. Ja. Und die sind in einem Dorf. Ja. Und jetzt schaust du mal anteilig, was da los ist. Hast du von 152 Frauen, 48 Männer, also die hätten die Mehrheit, was man ja nun gar nicht merkt in unserer Gesellschaft. Du hast so und so viele, die kein Dach über dem Kopf haben, so und so viele, die Hunger haben, so und so viele, die fehlernährt sind, also fast 100% sind fehlernährt, weil die paar, die sich jetzt pflanzlich vollwertig nach Beefsfood ernähren, fallen da statistisch raus. Mhm. Noch, wenn du das so auf 100 reduzierst. Und du hast den gesamten Reichtum dieses kleinen Dorfes, ja, 2/3, 66% sozusagen, sind in der Hand von 6 Menschen. Mhm. Und diese 6 Menschen sind alle männlichen Geschlechts, haben alle eine weiße Hautfarbe und alle einen US-amerikanischen Pass. So, wenn du das weißt, kannst du jetzt daraus auf Amerika projizieren, auf diese bösen Reichen, die die Welt zugrunde richten. Das kannst du machen, da wird nichts besser davon, nach meinem Gefühl. Aber der entscheidende Punkt ist, du könntest auch schauen, wo habe ich denn dieses Dorf in mir? Und dann plötzlich kann ich mich fragen, okay, also 52% ist eigentlich weiblich. Wo ist mein weiblicher Anteil? Wo ist mein weiblicher Anteil, meine Anima? Und wir sind ja körperlich jedenfalls 3/4 weiblich, die Chromosomen. Ja, hast du XX oder XY, 75% weiblich. Der pH-Wert ist nicht bei 7,0, sondern 7,4. Also im Weiblichen. Das Herz sitzt nicht in der Mitte. Ja, sondern das Basische wird dem Weiblichen zugeordnet. Ja, das Basische ist etwas, was aufnimmt, ne? Protonen aufnimmt. Okay. Die Säure schießt Protonen ab. Alles klar. Dann also habe ich wieder was gelernt. Von daher kann ich das planetarische Dorf in mir suchen. Und dann kann ich auch mal schauen, wo sitzen denn diese 6 superreichen, weißen, männlichen Oberterroristen in mir? Und dann finde ich die alle in meiner linken Gehirnhälfte. Die natürlich du bist Rechtshänder?
Rechtshänder. Okay. Weil ich, du hast ja neulich in einmal nur, ne, wenn ich so, und ich muss sagen, ich, offensichtlich bin ich Linkshänder, also muss das bei mir. Die Hälfte, wir sind jetzt gerade ideal, ne? Ich bin halt so ein Rechtshänder, klatsche rechts, du bist ein Linkshänder, klatscht links. Insgesamt ist es so gemischt, so wunderbar. Ja. Ja. Dass wenn ich aber vor 500 Leuten sage, bitte mal die Linkshänder aufzeigen, dann kommen da 3-4% der Hände hoch. Ja. Also ich, offiziell bin ich, ich schreibe mit rechts, aber ganz komisch, ne? Dies ist ganz eindeutig. So, auch da wäre es gut, wir würden wieder einen Ausgleich herkriegen. Ja. Warum darf der weibliche Pol nicht die Hälfte ausmachen? Genau. Aber ich kann natürlich noch weitergehen. Tatsächlich auch in meinem Sein bestimmen ja die 6 im linken Hirn alles. Ja. Ich schreibe Sachbücher, weil da bin ich einsortiert. Mhm. Ja, weißt du was, ich schreibe auch sehr gern Aphorismen. Mhm. Nur die sind nicht so bekannt und vielleicht nicht Millionen, sondern ein paar Tausend verkauft. Mhm. Die Verlage wollen von mir Sachbücher. So. Die längste Zeit habe ich trotzdem Aphorismen geschrieben, weil es macht mir Spaß. Mhm. Ich gehe auch gern Beeren sammeln. Also ganz gern. Fröhliche Himbeeren, Brombeeren. Zahlt sich nicht aus, sagt mir dann ein Veranstalter. Ne? Diese Zeiten. Schnitzen tat ich auch gern. Zahlt sich nicht aus. Ja, das sind alles Abteilungen in der rechten Hirnhälfte. Ja. So, wenn ich das weiß, dass ich da so 6 obergescheite Superterroristen habe, die alles unterwerfen, dann kann ich mir trotzdem mal Zeit zum Bärensuchen nehmen und wieder in diese Richtung was machen. Ja. Aus Freude an der Sprache Aphorismen machen. Mhm. So, das kann ich für mich hinkriegen. Und dann wird es für mich wirklich persönlich relevant. Wenn ich nur auf reiche Amerikaner projiziere, dann bringe ich nichts weiter. Nee. Ja? Also schön finde ich es trotzdem nicht, dass das so ist. Und wo ich es bewusst machen kann, mache ich es bewusst. Ja. Aber der entscheidende Punkt ist, für mich muss ich sagen, das erlaube ich nicht, die Dauerkrise, die dadurch entsteht, dass nur hier in der linken Hälfte die bestimmen und das Sagen haben. Ja, ich glaube, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt für gesellschaftliche Veränderung. Wenn wir sozusagen da das Hermetische, innen wie außen wie innen, das im Kleinen wie im Großen, das so wie die Welt im Moment funktioniert und dass sie morbid ist, krank ist, ist offensichtlich, ist sie ja im Prinzip im holistischen Denken eigentlich nur sozusagen eine Projektion, also ein Größerziehen, ne, eine Extrapolation von jedem Einzelnen. Das heißt, wenn ich diesen Schatten, sozusagen diese Terrorismus bei mir ausfindig mache und jetzt die Hoheit wieder nehme zu mir und zwar vor meinem inneren Richter, der sagt, du musst was Nützliches tun. Und ich sage, ich sitze so gern einfach und schaue nur in die Wolken und tue nichts, gar nichts. Ja? Mhm. Dass ich sozusagen da die Hoheit wieder zu mir nehme. Und ich stamme aus einem Arzthaushalt. Mein Bruder hat die Praxis, Landarztpraxis übernommen von meinem Vater und hat ein Drittel der Patienten verloren. Warum? Bei der Übernahme, weil er die Patienten gefragt hat, was glauben Sie, was Ihnen jetzt gut tut? Spüren Sie mal rein. Sie sind doch der Arzt, Sie haben doch studiert und so weiter. Das heißt, solange die Menschen ihre Verantwortung für ihren Körper, für ihr Sein, irgendwem anders geben, das heißt, die Macht und damit natürlich auch die Schuld, klar, wenn du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Also solange in uns Instanzen sind, die Verantwortung abgeben wollen, muss es da draußen sozusagen Instanzen geben, die sagen, jo, dafür sind wir da. Ja, also diese Macht, auch die finanzielle Macht und strukturelle oder so, auszuüben. Und aber da hat mir der Sheldrake damals schon im Studium, wir haben Theologen und Chemiker und Physiker so ein Seminar gehabt, da habe ich den Sheldrake entdeckt und in der Literatur mir geholfen, dass gesellschaftlicher Wandel beim Einzelnen beginnt. Ja, oder nicht? Ja, und dass er sozusagen in dem Moment, wo ein Mensch einen Schritt in seinem Leben aus alten Bahnen heraus in neue Bahnen, also sag ich mal, von der Autobahn jetzt gesagt, ich gehe diesen, weil das ist ein ganz kleiner Pfad nur, da sind noch kaum Leute gegangen, aber ich gehe den, weil nicht die Freude, das ist mein Weg, da gehe ich lang, dass er dadurch sozusagen ein Feld schafft, beziehungsweise ein Feld unterstützt, verstärkt, weil je öfter etwas geschieht, desto wahrscheinlicher ist, dass es wieder geschieht. Und dass ich aber gleichzeitig
sicher sein kann, dass auch Leute mir schon vorangegangen sind. Das heißt, ich kann aus diesem Feld, aus diesem psychischen Feld, wie was, einem morphischen Feld, kann ich schöpfen und mich sozusagen unterstützen. Aber es, ja, und das ist, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe in der Friedensbewegung, war ich in der Umwelt, ich habe mit 16 die erste Glassammlung bei uns im Landkreis mit einem Trecker gemacht. Da gab es noch keine Dinger. Einfach seinen Weg gehen, ja, und sagen, das, was mit mir übereinstimmt, das tue ich jetzt. Und mein Weg soll sein, dass ich das, was mit, nicht mit mir übereinstimmt, immer weiter sozusagen vernachlässige oder, also in dem Sinne, integriere, okay, das gehört zu mir, aber ich gehe den Weg nicht mehr. Wenn du alles weglässt, was nicht zu dir passt, genau, bleibst du übrig, ne? Das, was genau wirklich passt. Es gibt so ein so eine so. Sculpture aus Self, so eine Statue, ich habe das in meinem Buch drin, wo so praktisch eine Figur sich selber aus so einem Block raushaut. Und dieser Block ist das, was wir sozusagen alles angenommen haben an Fremden. Ja, das soll Michelangelo auch so erklärt haben. Ja, genau. Wenn ihn gefragt hat, ja, wie machst du denn das? Man sagt das ganz diesen einfach. Löwen, wie kriegst du, diesen Löwen. Haust alles weg, was nicht nur Löwe ausschaut. Genau, das ist ganz einfach. Alles, was nicht Löwe ist, nehme ich einfach weg. Ja. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich beobachte in meinem Umfeld, gerade in diesen Zeiten, also letztes Jahr, dieses Jahr extrem, dass sich Menschen selber in die Krise rufen. Also in die Entscheidung, ob sie gehen oder nicht gehen. Und wenn sie nicht gehen, ob sie sozusagen bereit sind, ein anderes Leben zu führen als bisher. Kannst du das aus deinem, ich meine, du, klar, zu dir kommen viele Leute in Krisen, aber dass da sozusagen eine Art Zuspitzung, also immer mehr Menschen, was weiß ich, in sich Krebs wachsen lassen oder sonst was, um sich in diese Entscheidung zu bringen? Ja, sicher nicht bewusst. Ne? Nee, natürlich bewusst. Nicht bewusst. Unbewusst geschieht es. Ja, doch, da habe ich schon auch diesen Eindruck. Ja. Also, aber auch in einem ganz positiven Sinn. Ne? Am Anfang sagte ich ja, die Kollegen, die Freunde haben gesagt, bist du wahnsinnig, in so einen spirituellen Bereich reinzugehen, kommst du nie mehr zurück. Heute bin ich ja ganz froh, möchte auch gar nicht zurück in das schulmedizinische System. Aber heute ist ja ein Feld entstanden. Also jetzt kommen ja Ärzte. Mhm. Und lassen sich ausbilden, auch in so einem Weltbild. Die integrale Medizin ist ja so entstanden als Ärzteausbildung. Mhm. Inzwischen ist es sogar so, dass die Ärzte so offen sind, dass wir die Ausbildung auch aufgemacht haben. Mhm. Da können Heilpraktiker kommen, da können aber auch, weiß der Himmel, Hausfrauen und Ingenieure kommen. Ja. Es ist für alle offen, weil dieses Denken so etwas Grundsätzliches hat. Damit kannst du ja nicht nur die Medizin vertiefen, verbessern, das kannst du auch auf die Ökonomie anwenden, auf die Lebenskrisen, auf die Psychologie, auf die Ökologie, aufs Politische, auf alles. Mhm. Also insofern ist das ja schon für mich öfter passiert. Ich kenne das auch, wie das abläuft, ehrlich gesagt, weil am Anfang nicht. Wie es um die Psychosomatik ging, war ich ganz entsetzt am Anfang, wie die Kollegen das ignoriert haben, dann einen lächerlich gemacht haben. Mhm. Aber dann habe ich mal von diesen Satz von Gandhi gehört, in Bezug auf, wenn du was Neues durchsetzen willst. Der Gandhi hat gesagt, am Anfang wirst du ignoriert, dann wirst du lächerlich gemacht, dann wirst du bekämpft und dann hast du gewonnen. Mhm. So. Und das war bei Krankheit als Weg, Krankheit als Sprache der Seele, so war das am Anfang schwierig für mich. Jetzt weiß ich das. Also wie ich die China Study in die Hand bekam und dann recherchiert habe, erstmal bei Klaus Leitzmann, ob das überhaupt statistisch stimmt und so, der hat es bestätigt. Dann bei Dean Ornish und Caldwell Esselstyn und Leute, die ich ja schon kannte, vom Namen her. Und dann habe ich eigentlich gewusst, was kommt. Mhm. Ja? Ich habe Peace Food sehr bewusst geschrieben, um diesem ganzen Wissen, also einen für den deutschsprachigen Sprachraum gute Form zu geben, wo die Leute es nehmen können. Mhm. War ja dann auch so. Mhm. Das hat ja als Buch sehr schnell die 100.000 überschritten und dann sind andere Bücher dazugekommen. Diese Peace Food-Reihe hat ein paar hunderttausend Bücher und ein Feld geschaffen, was es für mich ja sehr leicht gemacht hat, ne? Weil ich ja jetzt nicht mehr erklären musste, was ist vegan, das weiß heute jeder, entweder ist dafür oder dagegen, aber er kennt es. Also da ist schon mal so ein Feld entstanden, das war für mich hilfreich. Da hat mich das auch, das Ignorieren nicht gestört, das wusste ich, das lächerlich machen, manchmal stört es noch, wenn es Leute machen, die einem wichtig sind. Ja. Aber das Bekämpfen, ich wusste, was kommt, danach haben wir gewonnen. Das haben wir gewonnen. Und ich habe ja so eine
Art und Tendenz, offensichtlich so neue Felder aufzumachen. Mhm. Ja, ich werde oft gefragt, wie schreibst du so viele Bestseller? Erklär mir das, wie geht das? Mhm. Ich kann das gar nicht einfacher erklären. Also, ich kann nur sagen, tatsächlich, ich höre einfach den Fragen der Patienten zu, der Kursteilnehmer, der Vortragsteilnehmer. Ja. Und wie das erste Buch, was ich geschrieben habe, da habe ich immer wieder dieselbe Fastengeschichte erzählt. Mhm. Und dann habe ich eine lose Blattsammlung draus gemacht, die Detlefsen nicht gefiel aus ästhetischen Gründen, da wurde das bewusst Fasten draus. Mhm. Und so habe ich es immer gemacht. Wenn ich x-mal selber gefragt werde, dann habe ich das Gefühl, dann schreibe ich mal ein Buch. Mhm. Sparen sich die Leute viel Geld, ja. Ich muss nicht dauernd dasselbe reden. Und yes. Es könnte ein Feld werden. Ja. Es ist mir nicht immer gelungen, also zum Beispiel mit dem Buch Der Körper als Spiegel der Seele, ja. Wollte ich mal gegen dieses Figurideal, dieses Absurde, ja. Diese rappeldünne Frau da, dürre Frau, da angehen. Weil ich so merkte, 95% der Frauen schaffen das gar nicht, sind ewig unglücklich. Ja. Die können sich ja Martin befreien sich daraus. Morgens. Ja. Ja. Also beginnen ihren Tag mit der Problemzonenanalyse, sind dann unfroh. Und auch dieses Buch hat über 100.000 erreicht, aber kein Feld. Mhm. Es ist nicht dieses Feld entstanden daraus, was ich im Auge hatte. Also es braucht dann wirklich viele, die einsteigen, ja. Und dann kommt es zu diesem Mechanismus und der ist wirklich aus meiner Sicht ganz wunderbar, vor allen Dingen, wenn man sich klar macht, da gibt es auch wieder einen Schatten dazu. Mhm. Jedes Feld macht einen Schatten. Mhm. Ja, so für so viele Bücher und Bestseller müssen Bäume einfach gefällt werden, was mich ja trifft. Okay. Es kommt dann vielleicht demnächst wieder Hanf auf Hanfpapier. Das wäre schön. Dann halten ja. Sie auch länger. Ja. Das wäre überhaupt auch ein Thema, die Wiederentdeckung des Hanf. Ja, absolut. Eine wunderbare Pflanze. Aber viele Pflanzen sind so wunderbar. Ja. Also diesbezüglich ist natürlich in vieler Hinsicht so. Ich habe jetzt mit einem Freund zusammen so eine Naturheilkunde, so eine Initiative gemacht. Ja, die Naturheilkunde kommt heute schlecht weg. Und wird natürlich auch unheimlich bekämpft von der Pharmaindustrie und ihrem Geld. Es gibt Professuren, die nur darauf ausgerichtet sind, ja, um die Naturheilkunde und Homöopathie, ja, alles zu finden, wie man sie sozusagen eliminiert. Es gibt keine Professur für Homöopathie. Was ganz schade ist, weil es so eine wundervolle Therapiemethode ist. Ja. Ich bin kein großer Homöopath geworden, hatte aber großartige Lehrer und bin auch dankbar für die. Also irgendwann hat mir Gavlik mal gesagt, sei nicht traurig, musst ja kein großer Homöopath werden. Du kannst auch die Naturheilverfahren aus der verfahrenen Situation rausbringen. Ist noch so ein alter Gedanke. Ja. Die Naturheilkunde leidet einfach daran, dass in der Geldweltgesellschaft die Stoffe einfach nicht sauber genug sind und nicht genug dafür drin ist, dass sie wirklich wirken. Mhm. Also hat der Freund so eine Geschichte angeleiert in diese Richtung, dass man mal saubere Naturheilkunde macht. Mhm. Gar nicht einfach bei uns natürlich einzuführen. Ja? Es kostet ein Wahnsinnsgeld, Medikamente einzuführen. Aber gibt schon so eine Möglichkeit, ja? Also wenn man die Ecken da ausnutzt und so. Du kannst natürlich aus verschiedenen Kulturen, von TCM bis zu Ayurveda, nepalische Medizin, afrikanisch, alles, auch die TEM, traditionelle europäische Medizin, ist so eine Möglichkeit. Und du kannst da die besten Sachen zusammensuchen. So ist dieses Ethnomed 24 entstanden. Das wäre eine Möglichkeit, ja? Sich einfach mal da draufklicken. Ethnomed 24 ohne Punkt und Komma. Und dann hat man so einen Zugang, da sieht man schon Naturheilkunde vom Feinsten. Ja? Also Cholesterinkomplex, Diabeteskomplex, Rheumakomplex und so weiter. Also man kann was Neues anfangen und ich habe so irgendwie so eine Ader dabei zu sein. Und da bin ich auch ganz froh. Und auch noch die Funktion, glaube ich, den Schatten immer mit einzubringen. Sozusagen, das ist die Krise von Haus aus. Ja. Wenn man den Schatten gleich anschaut, dann kann er einen nicht so einholen und nachher wieder kaputt machen. Mhm. Aber das wird natürlich von denen auch als, wenn es am Anfang schon nicht passt sozusagen, dann bin ich schon sehr vorsichtig, weil es gibt dieses Schicksalsgesetz, am Anfang liegt alles. Mhm. Gefährliche Sache. Und oft am Geld geht es dann gleich in die falsche Richtung. Ja. Das ist eine Problemgeschichte. Darf man kaum ansprechen, dann sofort bei uns eben Krise im negativsten Sinne. Mhm. Das ist bei all dem so. Ja, diese Peace-Food-Welle, das ist ja inzwischen zum Lebensstil geworden. Ich bin da froh drüber, für die Tiere, die nicht sterben müssen und nicht gequält werden müssen, für die Menschen, die nicht hungern müssen, für die Menschen, die nicht so fett sein müssen, sondern gesund werden können, für die Ökologie und. Ja. Macht mich sehr froh. Aber ich weiß natürlich auch, die Gefahr liegt innen, ja, in diesen ideologisch fanatischen Veganern, die nichts anderes in der Birne haben als Futter. So werden wir natürlich die Welt nicht retten, nicht mal uns selbst. Der Mensch ist einfach mehr als Essen.
Da ist auch Bewusstsein, Denken vor allem. Ja. Und mit Hilfe seines Bewusstseins könnte er besser essen. Nur wenn du das jetzt sagst in so einer Szene, gleich wieder Krise. Mhm. Ja? Mhm. Also das ist, ich sage das ganz offen, diese Schuhe sind aus Leder. Mhm. Und ich hatte einen österreichischen Schuster, weil ich so empfindliche Füße habe, handgemacht. Ja. Und mit denen lebe ich schon, ich glaube, weiß nicht, 12, 14 Jahre. Mhm. Und ich habe das Gefühl... Das sind Schuhe fürs Leben, weil genau, die du dir beim Schuster, beim Schuhmacher machen lässt. Ich bin jetzt 66, werde wahrscheinlich die Inkarnation schaffen mit diesen Schuhen. Ja. Die werden auch noch ein paar Mal besohlt werden. Ja. So. Ich glaube, das ist fast mehr Respekt für das Rind, was ursprünglich dafür, nicht dafür, aber als Beiprodukt gestorben ist. Ja. Ich glaube, die Welt wird nicht besser, wenn ich meine Schuhe beerdige. Da werde ich keine Energie reingeben. Wenn ich mir neue kaufen würde heute, gibt ja vegane Schuhe, dann mache ich das. Ja. Aber es gibt ja auch, ich meine, Völker, ja, Naturvölker, also wie die Indianer, sag mal, die alten Indianer in Nordamerika oder die Inuit, die sich ja fast ausschließlich, die Inuit, von tierischen Eiweiß und Fett ernähren. Aber sie achten und würdigen das, was sie essen. Und haben eine Verbindung zu ihnen. Also da ist ganz viel Würde dabei und Dankbarkeit, dass dieses Tier, sie gehen wirklich, so wie ich mich damit beschäftige, dass ein Wal sich ihnen sozusagen schenkt. Ja, oder eine Robbe. Ja, damit sie leben können. Also sozusagen Veganismus als Dogma. Und wer da rausfällt, wird sofort vom Sockel gestoßen oder sonst was. Aber jeder Schritt in die Richtung, dass wir den Tieren die Würde wieder geben. Das ist natürlich wundervoll. Ja. Ist, geben wir sie uns selber. Und dieses Innen wie Außen. Ja, wenn wir aber im Verurteilen, wenn ich jetzt daherkomme und sage, okay, ich bin ab heute Veganer, weil ihr, die ihr Fleisch esst, ihr seid alle Mörder. Ja, so. Das ist wenig einladend. Ja, außerdem ist es absurd. Das sind ja auch Leute, eben, die schaden der ganzen Entwicklung. Ja. Weil effektiv waren wir alle mal Fleischesser. Ich kenne nur die Küchenchefin von Tamanga, die Karin. Die hat nie Fleisch gegessen, weil sie aus so einer vegetarischen Familie kommt. Ja. Aber ansonsten waren ja alle mal Fleischesser. Ich habe sogar in der Zeit, wo ich trainiert habe, extra vom Verein gesagt gekriegt, ich soll mehr Fleisch essen. Ich habe es gar nicht geschafft. Aber im Endeffekt sollten wir das für viel Muskeln. Ein Denkfehler, aber es war so damals. Also der Fleischesser von heute, der Mischköstler, ist der Vegetarier von morgen und der Vegetarier von heute ist der Veganer von morgen. Also es geht eigentlich darum, Brücken zu bauen. Ja. Und der Schatten innen in der Szene, diese fanatischen Ideologen, die schaden der Bewegung. Und ich spreche das auch gerne an, dass man sich auf die einstellt. Mhm. Ja? Also das sind natürlich die Leute, die bei den anderen auslösen und sagen, um Gottes Willen, so will ich nicht werden wie der. Ja. Ja, so fanatisch. So fanatisch. Fanatisch. Und das schadet natürlich dieser ganzen Geschichte, aber das ist bei allem drin, ehrlich gesagt. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ist egal, ich habe mal vor Jahrzehnten mit Baldur Breimel, das ist so eine österreichische Skilegende, Skiflieger, und da haben wir mal überlegt, was könnte man denn machen, um den Österreichern mehr Gesundheit auf eine Art beizubringen, wo es keinen Widerspruch gibt, wo man niemanden angreifen muss. Wir haben dann propagiert, Wasser trinken. Stilles Wasser aus guten Quellen, das Wasser der Weltmeister, das Getränk der Weltmeister, hat Baldur gesagt. Die haben das richtig propagiert. Heute ist es, also mindestens mal in Österreich, Bayern, aber auch tendenziell Schweiz und auch nach Deutschland rein, üblich, du kannst Leitungswasser bestellen. Und heißes in guter Wasser. Qualität. Ja. Ja. Und das ist eigentlich etwas, was gar nie Widerstand hervorgebracht hat. Aber selbst da ist natürlich so, früher habe ich auch gesagt, Leitungswasser ist das Richtige, aber heute nicht mehr. Mhm. Ja, das Wasser ist so runtergegangen in der Qualität. Ja. Heute die muss Lebendigkeit ich, des Wassers. Ja, heute muss ich sagen, schaut, dass ihr Wasser aus Glasflaschen kriegt, was aus reifen Quellen kommt, also die nach dem artesischen Prinzip an die Oberfläche kommen, von sich aus. Also wo das, nicht gepumpt wird. Genau. Ja, ja, wenn da drauf steht Quellwasser aus 150 Meter Tiefe, bitte, das ist Bohrlochwasser. Ja. Ja, da ist kein Quellwasser. Ja, ja. Und wenn wir Mutter Natur ihren Lauf lassen, das kommt von alleine hoch. Und wir kosten es dann. Also ich bin ja immer mehr dazu gekommen,
sich selbst vertrauen, wie du zuvor gesagt hast, in die Eigenverantwortung gehen, Antworten finden. Also wir machen heute vor jeder Fastenwoche, vor jeder Detoxwoche Wassertest, wie ein Weintest. Ja, man sitzt vor 11 Flaschen, die man Etiketten abgelöst, aus lauter reifen Quellen und ein paar Wasseraufbereitungsgeschichten, die wir dann Tamanga haben. Und jeder sucht sich sein Wasser. Und die Leute suchen sich wirklich nach ihrem Geschmack ihr Wasser. Und das ist dann nicht aus dem teuersten Gerät. Wir nehmen, ich empfehle die Geräte gar nicht mehr, weil die werden kaum gewählt, diese Wässer. Ja, auch das leichteste Wasser, das Beste in der Naturheilkunde, Lauretana, wird ganz selten gewählt. Ja, ich komme viel mehr zu den Quellen von St. Leonards. Ja, das sind 7 Quellen. Da kommt das Gros unserer Leute drauf. Das ist Wasser, was für sie gut passt. Das ist nicht ganz leer, sondern es hat so seine Struktur. Und jeder sucht sich das Wasser zu seiner Struktur dazu. Ja. Das ist der viel bessere Weg. So, das würde ich auch persönlich so machen wollen. Ja, ich muss einfach schauen, was mir passt. Ich muss in die Verantwortung und Antworten finden. Ja. Ja, mein Organismus hat Bedürfnisse, meine Seele hat welche, auch mein Geist hat ja Bedürfnisse. Ich müsste einfach schauen, wie kann ich die befriedigen in einer für mich anmachenden Weise. Also komme ich wieder auf diesen Satz, dieser wichtige Lehrer gesagt hat, wo die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht. Ja. Gott sei Dank habe ich an was anderem Freude wie du und alle anderen wieder an ihrer Geschichte. Ja? Also wir könnten ja einen sehr individuellen Weg gehen, würden aber trotzdem immer ein ähnliches Prinzip finden. Also da bin ich jetzt sicher, das beste Wasser kommt aus reifen Quellen. Und es ist nicht in Plastikflaschen, sondern in Glasflaschen, wie in der wunderbaren, da wo so viel Bewusstheit noch reingeht, in die Blume des Lebens, und diese besondere Form und so weiter. Das ist dann nach dem goldenen Schnitt geblasen. Ja. Ja. Also das haben wir uns auch mal in der Schweiz angeschafft, mehrere so Karaffen. Gut, also Form prägt den Inhalt. Ja. Das Wasser ist der Inhalt, die Form muss auch stimmen. Ja. Wenn ich das beste Wasser in die billigste Plastikflasche stecke und das noch in die Sonne stelle, kriege ich dort so einen Weichmacheraufguss, grob gesagt. Ja? Furchtbar. Ich muss immer auf die Krise, den Schatten achten dabei, bei allem. Ja? Das Grundthema ist schon dasselbe, beim Essen auch. Wir sollten, glaube ich, so essen, dass wir nichts Schädliches, Giftiges und Gefährliches zu uns nehmen. Wir müssen nicht wieder erproben, ob Knollenblätter, Pilz wirklich giftig ist. Das haben die Vorfahren gemacht. So, heute können wir vielen Wissenschaftsdingen vertrauen. Ja, also wenn ich weiß, dass 93% des Giftes aus dem Tierprotein kommt, dann werde ich das weglassen als intelligenter Mensch. Und ich habe ja nur auch eine Intelligenz, die wird bei uns überstrapaziert für mein Gefühl, aber wir haben sie mal. Ja, ich sollte ja nicht nur aus der linken Gehirnhälfte entscheiden, sondern auch, was schmeckt mir? Was ist meins? Ja. Und das ist so der auf der gesunden Basis das individuelle Finden. Ja. Das ist in vieler Hinsicht so. Ja, auch in der Homöopathie ist es so. Das richtige Mittel finden geht über 2 Schritte. Ich muss die Arzneimittelbilder in mir haben, aber ich muss auch das spezielle, individuelle, besondere an dir herausfinden. Ja. Sonst wird das nicht das Simile und schon gar nicht das Similimum. Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt, also im Bezug auf Krankheit kommen. Du hast ja den Adelsschlag von Psiram bekommen. Das heißt, andere freuen sich, wenn sie endlich von Psiram wahrgenommen werden. Ich wäre schon lange fürchterlich herabgesetzt von denen. Aber, muss auch einfach wunderbare Bibliografie. Also Psiram ist also sehr, sehr informativ. Auch, auch in dem, was sie, wie sie angreifen. Und da steckt viel drin tatsächlich, was ich selber erlebe, wenn ich davon spreche. Und zwar stand da ein Satz, Herr Dahlke gibt den Menschen an ihren Krankheiten eine Mitschuld. Also das Wort Schuld, so rein, du willst du etwas sagen, ich bin selber schuld daran. Ne? Also so, statt darin die Chance zu sehen, wenn ich mir das geschaffen habe durch meine Seele oder mein Unterbewusstes, was mich sozusagen in die Entscheidung ruft, weil dieses Leben, ich hab's satt und ich habe viele Krebskranke begleitet und gesehen, dieses Leben habe ich satt. Der Friedrich Albert Popp hat mal vor versammelter Mannschaft, also einem Kongress, wo 250 Leute, Hälfte mindestens Betroffene, Krebskranke, er sagte, nach seiner wissenschaftlichen Forschung ist Krebs die einzig gesellschaftlich anerkannte Form des Selbstmordes. Niemand im Saal, niemand hat widersprochen.
Ja. Na gut, das werden sie sich nicht getraut haben, da jetzt zu widersprechen. Und trotzdem, Fritz Albert Popp hat natürlich viele Sachen so wunderbar polarisiert. Ich habe den ja auch sehr gut gekannt und sehr geschätzt. Das ist natürlich trotzdem aus meiner Sicht nicht richtig, was Psiram schreibt, weil ich habe es noch nie gemacht. Nein, ich wollte nur sagen, dass dieses zwischen Schuld und Verantwortung. Genau, das ist der Punkt. Verantwortung ist wirklich wichtig. Ja, wir müssen Antworten finden. Ja. Das ist in anderen Sprachen noch schöner. Responsibility, the ability to respond, die Fähigkeit zu antworten. Das will sozusagen unser Schicksal oder Gott oder wie man die Instanz nennt, von uns. Mhm. Und das ist ja natürlich so primitive Geschichten wie Psiram können das geistig nicht unterscheiden, offensichtlich. Das ist natürlich aber auch in vieler Hinsicht sozusagen systemimmanent. Mhm. Ja, also das hast du ja auf anderen Ebenen auch. Die Leute glauben ja heute allen Ernstes, Wikipedia ist ein Lexikon. Wikipedia ist eine Hetzorganisation gegen alles Spirituelle, gegen alles Komplementärmedizinische. Das geht gegen den Michael Vogt, ging das so, das geht dem Daniele Ganser so, das geht dem Gerald Hüther so. Ja, alles, du kannst da die kleine Worte kannst du ganz viel wegschmeißen, umstritten. Du kannst dort nicht das anerkannt. Auch korrigieren. Ja, bei Wikipedia habe ich schon mehrfach korrigiert und korrigieren lassen. Nach einer Woche tun sie wieder ihre Lügen rein, ihre Hetze. Ja. Das ist eine Hetzorganisation. Aber die macht sich natürlich ganz schön breit, weil sie ja zum Beispiel über Filme ganz gut berichtet. Und die haben auch viele Aspekte, wo sie objektiv und fair dran gehen. Genau. Aber es hat natürlich nichts mit Brockhaus zu tun. Ja? Es bleibt eine Hetzorganisation. Für mich ist, wenn jemand Wikipedia benutzt, irgendwo reinschreibt, ist das schon so ein Punkt, wo ich denke, der hat ja das Wesentliche nicht kapiert. Ja. Und das ist jetzt nicht so arg wie Psiram, aber es geht auch in so eine Richtung. Ja, da wird natürlich einfach ganz viel Stimmung gemacht, die das System stabilisieren soll. Absolut. Und Psiram und Wikipedia sind systemstabilisierende Hetzorganisationen. Man muss es nur wissen, man muss es auch sagen. Wenn die betteln, die Wikipedia, mache ich meistens einen Post und sage, also um Gottes Willen, ja, einer Hetzorganisation nicht auch noch Geld geben, damit die weiter hetzen können. Und ich finde den Gedanken schön, ja, ein Lexikon zu haben aus der Fülle des Wissens der Menschen. Ja. Ein schöner Gedanke, aber völlig in Schatten gelaufen. Ich weiß, bei Wikipedia unter Umständen liegt es auch nicht an den Erfindern, sondern haben sich da ein paar so reingeschmuggelt, die einfach die Politik haben drauf, alles Komplementärmedizinische niederzumachen, alles Systemkritische wie Daniele Ganser und alles Spirituelle einfach niederschreiben. Ja. Gut. Rupert Sheldrake ist ein Beispiel. Auch ein Beispiel. Heftigst. Das ist so, wenn man es durchschaut, muss man gar nicht so böse sein. Ja, das ist, der Daniele Ganser hat sich mal die Mühe gemacht, da gibt es einen 2-Stunden-Film drüber, das auch zu belegen. Ja. Ja, das sind einfach zwei Leute, die sehen ihre Aufgabe da drin in Hetze. Ja. Der belegt die sogar mit Namen und so weiter. Mhm. Es ist ja nicht so schlimm, wir müssen es nur wissen und das anders einspeichern. Wenn ich also objektives Wissen haben will, ist Wikipedia ganz falsch. Ja. Ja, da bin ich einer Hetzorganisation aufgesessen. Und wenn wir das jetzt oft sagen, dann wird Wikipedia entweder scheitern, was ich schade fände, viel schöner wäre, die würden durchschauen, dass es so nicht geht und das wandeln, verändern. Ja. Weil man kann auch über Spirituelles und Komplementärmedizinisches und Systemkritisches objektiv berichten. Genau. Ja, also ich meine, die Lebensgeschichte von Daniele Ganser ist schon eine eindrucksvolle für mein Gefühl. Ja. Der hat den gleichen Knackpunkt gehabt, eine Krise, nämlich am 11. September. Ja. Ich auch. Natürlich. Ich habe auch BBC gesehen und habe gesehen, hoppla, was ist denn jetzt los? Jetzt berichten die von einem Ereignis, bevor es geschehen ist. Genau, der dritte Turm. September 7, ne? Wo ich dann einfach so merke, hoppla, jetzt stimmt was grundsätzlich nicht. Der hat den Mut gehabt, durch diese Krise sein Leben zu ändern. Ja. Eine traumhafte Frau, die ich gar nicht kenne, die dahinter gestanden ist und gesagt hat, mach das, mach was für dich gut ist. Ja. Was ich kenne oft sind Steuerbeamte, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, die, wenn sie als Betriebsprüfer arbeiten, engagiert sind, die Kleinen richtig zur Kasse bitten, die Mittleren auch erwischen und dann kriegen sie mal einen Großen. Und dann, bei Zweien ist das genau passiert, wenn es um Millionen geht plötzlich, werden sie gebremst, zum Schluss abgezogen von dem Fall. Und nur weil der eben dann irgendeinen in der höheren Politik kennt, geht der straffrei aus. Nur, was macht der Steuerberater? Der kommt dann Jahre später zu mir, der Steuerprüfer, und ist krank. Weil der hat gesagt, okay, das bringe ich zum Profil in Österreich oder zum Spiegel in Deutschland. Ja, dann gibt es einen Skandal. Aha. Aber seine Frau hat gesagt, spinnst du? Wir sind nicht mal
ein Drittel abbezahlt mit unserem Haus. Ja, ja. Wir haben Kinder im Gymnasium. Du fliegst raus als Beamter. Ja. Auf keinen Fall trägst du das dahin. Also im Konflikt. Okay. Ganz tiefen Konflikt. Er hat eine Krise. Ja. Er hat nicht reagieren können. Ja. Er fühlt sich in seinem Familiensystem so eingesperrt. Aber was macht er denn jetzt? Jetzt prüft er weiter. Die Mittleren, auf die Großen lassen sie ihn ja nicht mehr. Er ist ja nicht systemkonform. Jetzt muss er Mittlere und Kleinere, er hat aber keine Lust mehr, die zu schröpfen, weil er ja weiß, die Oberen gehen eh steuerfrei aus. Ja. So, jetzt macht er das schlecht, jetzt fährt er da irgendwie sich in so eine saure Stimmung hinein. Und dann wird er durch die Kränkung, die er erlebt hat, krank, durch die Sauerkeit in sich, geht er noch mehr in die Azidose. Ja. Dann landet der bei mir. Ja, jetzt müsste ich dem sozusagen psychosozial irgendwie ein anderes Umfeld schaffen. Kann ich ja gar nicht. Ja, in dieser Welt ist es einfach so. Ja, das hat schon Tucholsky gesagt, in Deutschland kriegt der, der auf den Dreck zeigt, das Problem. Nicht der, der den Dreck gemacht hat. Ja, das ist mit den Whistleblowern überall so. Die Whistleblower sind auf der Flucht. Die, die sie überführt haben, sind in Regierungsämtern, machen weiter wie bisher. Also die Krise ist natürlich schon auch in so einer Hinsicht, wenn du sie nicht als Krise erkennst und nicht dich entsprechend verhältst und nicht den neuen Weg gehst, deinen Weg, der zu dir passt, musst du wie diese Steuerprüfer damit rechnen, dass du richtig krank wirst. Ja. Weil deine Seele das irgendwie doch nicht verträgt, wenn du dich so verbiegen lässt, damit du systemkonform weiter tun kannst. Ja. Also die Krise hat schon auch was, die zwingt uns in die Entscheidung rein. Wenn wir die Entscheidung nicht treffen, so wie in dem griechischen Wort Krisis, zwingt sie uns da rein. Ja. Und wenn wir dann nicht entscheiden in unsere Richtung, in die Richtung unserer Seele, dann werden wir daran krank. Ja. Und dann kriegen wir noch eine zweite Chance. Ja? Also wenn so jemand zu mir kommt, muss ich ihm ja sagen, schauen Sie, da beginnt es. Ab da sind sie ein krummer Hund geworden und verbogen. Ja. Und ihre Seele sieht's. Und es geht ja eigentlich nur darum, dass sozusagen der Körper als Werkzeug der Seele benutzt wird, um sozusagen wieder in die Kohärenz oder in die Einheit mit sich selbst zu rufen. Ja. Und meine Erfahrung ist halt, viele Menschen glauben, dass sie diese Wahl nicht hätten. Also, dass sie... Naja, sind wir mal ehrlich. Der Daniele Ganser hat es mal schön beschrieben in einem Vortrag von sich oder im Buch oder so, dass er seine Frau auch gefragt hat und die hat halt den Mut, zu ihm zu stehen und zu sagen, okay, geh deinen Weg. Ja. Der ist ja, dadurch ist der richtig weltbekannt, also im deutschsprachigen Raum sehr bekannt geworden. Star geworden. Ne? Ich hoffe, der lebt auch gut davon, ehrlich gesagt. Das hat er wohl verdient aus meiner Sicht. Ja. Also der hat ja durch seinen Hintergrund, durch diese Frau, die Chance gehabt, in die richtige Richtung zu reagieren. Der eine Betriebsprüfer, den ich da im Auge habe, aus Deutschland, der liebt seine Kinder und seine Frau. Ja? Ja. Also wenn der jetzt zum Spiegel geht mit der Geschichte, die wollen dann das so nicht nehmen. Heute nicht mehr, früher hätte ich da auch noch dran geglaubt. Ja. Da, ich dachte mal, die versuchen eine objektive Berichterstattung. Vergiss es. Alte Zeit, ja. Naja, aber wie auch immer, er hätte das wenigstens versucht. Vielleicht hätten sie es nicht gebracht. Aber dann wäre seine Seele erleichtert gewesen. Aber er hätte natürlich seine Familie in eine schwierige Situation gebracht. Es hat ja nicht jeder die Chance, so rauszugehen wie der Daniele Ganser. Ja. Ja, und jetzt so letztlich für eine andere Szene, die noch den Mut hat, auch mal beide Seiten zu sehen, der Polarität oder zu sprechen. Objektiv drauf zu schauen. Das ist so. Dem fühle ich mich da, was der in der Politik macht, relativ verwandt, was ich in der Medizin versuche, in der Psychologie. Also es ist natürlich, ich hatte einfach die gute Gelegenheit, ich war noch nicht verheiratet, ich war unabhängig und frei. Ich habe eigentlich gar nicht so viel riskiert bei meiner Entscheidung damals, da mal rauszugehen und mir das andere anzuschauen. Ich bin auf Weltreise gegangen und habe mir die Medizin in anderen Kulturen angeschaut. Ja, ja, so ethnomedizinisch. Da habe ich einen Draht dazu. Reisen macht mir heute noch Spaß. Ich lade Leute zu Kreuzfahrten sogar ein. Fortbildungskreuzfahrten. Das ist ein Riesenvorteil. Da sind die Ärzte am Schiff, da können sie nicht weg. Und die anderen auch. Ich mache das gern. Also man kann aus Krisen wirklich schöne Chancen machen, die das Leben leichter, freier machen, unabhängiger. Stimmiger. Stimmen. Das kann ich für mich in vieler Hinsicht sagen. Insofern kann ich vielen Krisen auch rückwirkend dankbar sein. Ja. Menschen, die so eingemauert sind, auch im positivsten Sinne, wenn du wunderbare Kinder hast, die du liebst, das ist ja keine schlimme Form von eingemauert sein.
dann hat es natürlich auch Zwänge. Und ich glaube auch, dieses Land ist voll von Menschen, die eigentlich anders empfinden und anders denken, ja, nur einfach in Zwängen drinstecken und ihre Krisen nicht richtig nutzen konnten, ja, weil sie anderen nicht wehtun wollten, weil sie andere nicht in ihrer Existenz bedrohen oder gefährden wollten. Ja, also die meisten Lügen, da gab es mal so einen Lügenlehrstuhl in Heidelberg, da ist rausgekommen, dass die Leute unheimlich viel lügen. Und das ein Lügenlehrstuhl. Ist, ja, ist ja wohl auch wieder gestoppt worden, der Lehrstuhl. Aber das meiste waren ja nicht böswillige, ja, Lügen, sondern das meiste, ja, waren Lügen, um andere zu schonen. Ja. Ja, um denen nicht auch eine Krise zu bereiten. Ich habe allerdings inzwischen so als Arzt gelernt, es ist manchmal auch notwendig, Leuten Krisen klar zu machen. Mhm. Ihnen auch einen Weg zu weisen und zu sagen, was wird in die Krise führen. Ich sage heute auch dazu, wenn jemand seine Ernährung umstellt und ist in einer Beziehung drin, meistens sind es ja Frauen, mhm, und da sind Kinder da, Vorsicht, mhm, und alles dran tun, dass er mitgehen kann. Mhm. Weil, was passiert? Ja, wenn er nicht mitgehen will, obwohl er es nötiger hätte als sie aus gesundheitlichen Gründen. Kommt ein Loyalitätskonflikt, die Kinder, ne? Naja, auch. Erstmal ist das aber noch nicht das Schlimmste. Der Sohn wird weiter wie der Papa essen, weil, ja, er so ein starker Mann werden will. Und die Tochter eher zur Frau tendieren, das macht aber nichts. Ja, das geht noch ganz gut. 2-3 Jahre kocht sie ihm auch noch, was er will. Nur dann kann sie es nicht mehr riechen, weil sie jetzt sensibler wird. Ja. Dann sagt sie ihm das und wenn er dann stur ist, ja, am schlimmsten Fall ist so wenig männlich, dass er sich im Grillclub organisieren muss, bei den Armseligen, dann, und auch Hilflosen, mhm, ja, dann, oder in der Kantine Fleisch essen geht jetzt, dann wird Folgendes passieren, sie wird weiter sensibilisieren. Nach weiteren 2-3 Jahren erlebt sie dann, dass sich mal ein Vogel bei ihr auf den Arm setzt, mhm, dass Tiere die Angst verlieren. Sie sitzt, mhm, beim Meditieren und der Hase hoppelt daher, mhm, und will mittun. Das ist ja berührend und ist ja schön. Ja. Ja, man stinkt nicht mehr so zum Himmel. Man riecht plötzlich so in die Richtung, wie die Inder sagen, nach der zuletzt genossenen Frucht. Mhm. Es wird ja vieles so viel schöner, einfacher. Sie will das nicht mehr aufgeben. Aber jetzt, mhm, kommt Folgendes. Sie kann das nicht mehr riechen, wenn er auf der Toilette war. Ja. Die haben aber nur eine Toilette. Die kann das auch seinen Schweiß nicht mehr riechen. Dann will sie die Wäsche nicht mehr waschen, dann will sie nicht mehr im selben Bett schlafen. Ja. Und dann wird es echt gefährlich. Ja. Weil dann muss man natürlich schon auch sagen, Moment mal, ihr habt Kinder, ihr, mhm, habt euch geliebt. Wollt ihr, mhm, jetzt wirklich wegen der Ernährung das alles drangeben? Ja. Ist auch ein Schatten. Mhm. Und wenn der so stur ist und so unmännlich in seinem, mhm, Empfinden von sich, dann braucht der halt offensichtlich das noch. Ja. Und dann muss ich den Frauen sagen, überlegen Sie sich gut, ob Sie nicht wieder das, was Sie zum Schluss noch gegessen haben, ein Lachssteak oder ein Hühnchen oder so, mal wieder machen, dass Sie nicht weiter sensibilisieren, ja, weil wenn Sie ihn gar nicht mehr riechen können, das, können Sie auch nicht mehr schlafen Deutschen, damit. Wollte ich gerade sagen, ja, wir haben im Deutschen, ich kann dich gut riechen. Ja. Und ich kann sagen, also, ja, dass ich da sehr sensibel bin, wenn ich eine Frau nicht, mhm, riechen kann, dann kann ich mit ihr zusammen sein. Ja. Ja, ganz, ganz heftig. Es macht natürlich aber auch traurig, natürlich, ja, aus meiner Sicht, wenn sich jetzt eine Familie wegen der Ernährung trennt. Ja, ja. Und dann leiden natürlich alle, weil so witzig ist alleinerziehend ja nicht in jeder Situation. Nee. Nee. Also deswegen, es ist schön, wenn die Tiere so nahe kommen und andere Menschen ja auch. Ja, also Peace Food meint ja Peace Food, Friedensessen. Mhm. Wir können mit uns Frieden schließen, wir können mit anderen Frieden schließen, wir können insgesamt mehr Frieden schaffen auf dieser Erde, wenn wir den Ärmsten nicht ihr Essen wegkaufen als, mhm, Viehfutter für unsere Massentierzuchthäuser. Also da wäre viel Positives drin, aber natürlich auch wieder die Krise angelegt, ja, der Schatten. Und, ja, das ist bei allem so. Wenn, ja, ein Kind geboren wird, was für ein Fest. Aber es wird immer auch der Tod mitgeboren. Mhm. Am Ende wird es sterben. Ja. Umso bewusster wir uns wehren. Der 5 muss ja's, ja. Umso bewusster wir uns wehren des Schattenprinzips, umso krisenerprobter werden wir sozusagen. Umso mehr können wir Krisen als Chance wahrnehmen. Mhm. Als Hinweis, okay, vielleicht musst du dein Leben neu justieren. Und das sind auch oft Dinge, wie man sagen, sind die Konsequenzen am Anfang gar nicht absehbar. Mhm. Ich habe mal zusammen mit meiner Frau, meiner ersten Frau, einen furchtbaren Autounfall erlebt auf der Autobahn Salzburg. Mhm. Diesem größten Parkplatz Europas zwischen München und Salzburg. Da ist aber zufällig, lief es mal gerade, und dann ist eine Frau eingeschlafen, hat es auch zugegeben, ja, uns da reingekracht irgendwie. Und Krise. Mhm. Ja, also wir waren froh, dass wir das überlebt hatten und wir hatten nur ein paar Kratzer. Mhm. Und ich habe aber sofort angefangen, war auf dem Weg zu einer Kreuzfahrt sogar. Und ich konnte das prima machen, meine Vorträge. Meine Frau hatte ein bisschen blutunterlaufenes Auge, ich hatte irgendwie ein bisschen Gehirnerschütterung, aber ging so.
und habe immer überlegt, was will es mir sagen? Mhm. Und es kam so eine einfache Geschichte. Also erst, du sollst nicht Angst haben vorm Autofahren, weil du musst ja für die Vorträge und so viel Auto, im Auto sitzen und Autofahren. Und dann kam mir der Gedanke, okay, im Auto, ich habe auch nicht Angst vor Autofahren, also dazu habe ich genug Schicksalsbezug, aber ich muss eigentlich nicht mehr fahren. Es gibt, das war die Zeit der Massenarbeitslosigkeit in Deutschland, es gibt so viele, die Arbeit fahren. Haben. Ja. Ich suche mal einen, der mich fährt. Ja. Und seitdem, seit ich 50 bin, fahre ich nicht mehr Auto. Mhm. Ja, und jetzt habe ich Uwe, meinen Assistenten, der mich fährt, die Bücher organisiert, die ganzen Prospekte hinlegt und so. Mhm. So ein Segen, was ich an Zeit gespart habe. Ich bin jetzt 66, 16 Jahre fahre ich nicht mehr Auto. Hast du zur Zeitsparkasse gebracht? So ungefähr. Das war jetzt klar. Erstmal bin ich leider einfach nur noch effektiver geworden in dem, was ich mache. Ja? Okay. Also irgendwann muss ich die 64 Bücher ja schreiben. So, das kann ich jetzt machen, wenn ich hinten im Auto sitze, wie bei Uwe. Ja. Ich habe mir immer vorgenommen, ich sitze nicht hinten im Auto. Mein Vater saß nämlich immer hinten im Mercedes. Der ließ sich ja immer fahren. Ja. Und das wollte ich eigentlich nicht so. Aber ich merke jetzt, es ist prima für mich. Ich spare so viel Zeit. Ich kann so viel lesen, kann schreiben, meditieren sogar, komm fitter an beim Vortrag. Das ist ein Segen. Mhm. Und in 16 Jahren habe ich unendlich Zeit gespart. Und wenn Uwe mich nicht fährt, fahre ich öffentlich. Mhm. Ja, und wenn das auch noch so kompliziert mit der Deutschen Bundesbahn ist, man darf natürlich nicht mit 10 Minuten Anschluss planen, man muss mit einer Stunde planen, weil die können sie einfach nicht. Mhm. Und das ist aber auch witzig zu sehen, wie so ein so großer Konzern einfach mit einer solchen Planungsunfähigkeit existiert. Ich habe mich darauf eingestellt, die Reisen sind alle viel länger, weil sonst muss ich die letzten 100 Kilometer mit dem Taxi fahren, dann wird es richtig teuer bei der Deutschen Bahn. Und ich sollte ja pünktlich zum Vortrag kommen. Also wenn ich das alles zusammen anschaue, war auch dieser Unfall letztlich lebensgefährlich, aber ein Segen. Ich habe aufgehört, Auto zu fahren. Ich habe unendlich viel Zeit gespart, spare sie immer noch. Ja, und ich kann hier gern und gut sitzen und freue mich zu diskutieren über sowas mit dir oder zu reden. Und danach wird Uwe mich nach Dessau fahren und da mache ich meine Vorträge. Ich kann mich ausruhen. Also ich kann aus allen Dingen was machen. Und ich habe das am Anfang überhaupt nicht gesehen in seiner Tragweite. Ich habe einfach nur gesagt, okay, ich lasse mich fahren. Dann kriegt jemand einen Job und ich habe das mal vom Hals. Ich habe noch ein paar andere Sachen daraus gezogen. Aber ich meine, das war mir nie klar, was das für eine Konsequenz hat. Und trotzdem, ich habe mich bemüht, habe da mehrfach drüber meditiert und kommt was raus, dass selbst aus dem lebensgefährlichen Autounfall dann so eine Chance wird. Finde ich natürlich schön, dass das möglich ist. Hängt von dieser Haltung ab. Ja. Krise ist als Entscheidung, große Gefahr, große Chance. Und das meine ich, dieses Wort Entscheidung. Ich habe, da meine Eltern sehr früh gestorben sind, habe ich mich mit Krebs beschäftigt. Den Andrew Weil sagte sicherlich spontan. Habe ein Vorwort geschrieben, ja. Und ich habe einfach für mich immer wieder beobachten können, dass wenn ein Mensch sich für ein anderes Leben entschieden hat, also ein Leben aus meiner Sicht jetzt liebevoller mit sich, raus aus dem Groll, also wirklich aus diesen Mustern der Selbstverleugnung, aus den Mustern der Selbstbestrafung, der Selbstkasteiung und so weiter, dann wenn er diese Entscheidung trifft, dann ist die Art der Therapie völlig gleichgültig. Es gibt Leute, die überleben dann sogar die Chemo. Ja, oder Radiochemo. Oder so. Meine Nachbarin sagte, ich habe den Ärzten gesagt, geben Sie mir die härteste Chemo, die Sie haben. Und ich habe Springkotzen gemacht. Das war 10 Jahre her. Also eine Entscheidung, dass die Entscheidung für ein anderes Leben, eine bewusste Entscheidung, das Eigentliche ist. Ja. Und alles andere ist sozusagen Beiwerk und je nachdem, so wie du es vorhin beschrieben hast, mit dem Wasser, sein Weg. Ja, sein ganz individueller Weg. Deswegen schaue ich mir immer und sage, das ist der Indianertee, der hat schon so vielen geholfen, das ist auch deins. Nein, die Entscheidung. Würdest du das so sagen, dass die Entscheidung das Eigentliche ist? Das Eigentliche ist es und es ist auch das Erste und Wichtigste. Ja. Ja? Und dann kommt als Nächstes die Motivation, das Motiv, das Bild. Welches Bild ein von Gefühl. Mir habe ich? Ja? Ja? Also will ich jetzt weiter so dicklich und verfettet durch die Gegend düsen oder will ich mein Ideal Form und Figur wieder haben? Das ist eine Entscheidung. Und da gehört ein Bild dazu. Wenn ich von mir ein Bild habe, wie ich sein will und wie ich war, wunderbar. Mhm. Der andere Punkt ist noch die Ausreden. Ja, viele haben halt einfach sehr gute Ausreden. Die sind besser als ihre Motivation. Dann geschieht nichts.
Wenn du nur wenig Motivation hast und gar keine Ausreden, kann viel passieren. Es ist immer das Verhältnis Motivation und Ausreden ein entscheidender Punkt dabei. Und ich würde nicht gern sagen, es ist völlig wurscht, welche Therapie du machst. Mhm. Es ist weitgehend egal. Ja, und die Therapie an sich, das Label, ist nicht der entscheidende Punkt, sondern wie gut macht einer das. Mhm. Ja, also da gibt es natürlich in den verschiedensten Bereichen, es gibt unsäglich schlechte Reinkarnationstherapeuten. Mhm. Trotzdem ist es die aus meiner Sicht weitestgehende Therapie, so wie es im Heilkundezentrum in Johanneskirchen gemacht wird, so würde ich heute moderne Psychotherapie machen. Mhm. Und die machen das auch nach diesen Vorgaben weiterhin und entwickeln es selbst weiter. Mhm. Also mit den Labels muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber im Endeffekt ist das, der entscheidende Schritt ist die Entscheidung. Ja. Und dann ist die Frage, wie steht das Verhältnis meiner Motivation mit meinen Ausreden? Muss ich dann klären. Ja. Ja. Und dann kommen mir ja auch automatisch die richtigen Dinge zu. Ja, es ist ja, ich habe das so oft erlebt. Ja, du fängst an irgendeinem Punkt, der ist oft einmal banal. Ja, also sie will wieder in den Bikini passen, wo sie früher reinpasste. Mhm. Dann bin ich schon froh, wenn ich sowas höre, ehrlich gesagt. Weil das ist ein Bild. Sie in dem Bikini ist ein Bild. Mhm. Und da soll dann nichts mehr überhängen so. Also da hat sie eine Vorstellung. Ohne dass draußen warm wird. Ja, und dann können wir auch einen Plan machen, weil das dauert jetzt zur nächsten Badesaison noch ein paar Monate und in den paar Monaten können wir Weichen stellen. Okay. Da schauen wir, ihre Motivation ist schon mal toll, weil die mit dem Motiv, mit dem Bild verbunden ist. Mhm. Jetzt schauen wir noch die Ausreden an. Was könnte denn dazwischen kommen und so weiter? Dann haben wir sozusagen die eingebaute Krise, den Schatten integriert dabei. Das ist wichtig. Und dann geht es in die Richtung. Und wenn die dann wieder ihr Idealgewicht verwirklicht hat, wird die auf ihr Idealgewicht. Nicht, was irgendwo in der Zeitung steht. Nicht. Das kann man auch bereden. Wir haben halt unsere Konstitution. Ja? Also wir beide werden nie in den Top 10 Tennis spielen können. Wir sind einfach zu klein, grob gesagt. Ja? Die sind alle über 1,80 und haben einen anderen Hebel. Ja. Das muss man einfach wissen. Ja. Wenn ich 1,65 bin, kann ich ein bildhübsches Mädchen, eine wunderhübsche Frau sein. Mhm. Aber so ein Topmodel wird nicht unter 1,75 laufen. Nee. So, kann ich mir ja gleich klar machen. Also Konstitution spielt auch eine Rolle. Aber auf dem Weg dahin werde ich vor allen Dingen merken, dass natürlich, wenn ich mich jetzt auch anders ernähre, oder Kurzzeitfasten in mein Leben einbaue, so wie wir es bei dieser Idealgewicht-Challenge ja auch machen wollen für viele und werden, dann passiert mehr. Ja, die ernährt sich jetzt anders, dann wird ihre Durchblutung wieder besser. Wenn die Durchblutung wieder besser wird, wird das Denken klarer. Ja. Die wird dann einfach mehr Dinge spüren, die sie braucht. Also ihre Spaziergänge vielleicht in den Wald verlegen, weil das so gesund ist, wie wir heute wissen. Statt auf dem Laufband. Ja, ja, das, Leute, die auf dem Laufband mit Aussicht auf ihren eigenen Öltank in diesem Dunst das machen, sind ja nicht böswillig. Nein, die wissen es jetzt nicht besser. Also denen muss man vielleicht so ein Buch wie Biophilie empfehlen. Und dann können sie schon merken, aha, Wald wäre die Lösung. Ja? Und dann kann ich so viele Synergien zusammenkriegen. Die wendet sich dann mal auch dem Fastenwandern zu. Und dadurch kommt Bewegung in ihr Leben rein. Ja. Und dann zieht es so Kreise und dann ergibt sich so eine Aufwärtsspirale. Mhm. Dann wird sie irgendwo wieder wahrscheinlich zu tief einsteigen im Sinne von fanatisieren. Alle sollen jetzt so essen, wie ich esse. Ja? Es gibt dann Widerstand, weil der kleine Junge keine Lust darauf hat. Der will halt einfach Süßigkeiten wie seine Kumpels. Und es gibt dann eine Krise zwischen denen. So. Dann wird die Krise wieder eine Entscheidung sein, wo sie dann entscheiden kann, will ich den jetzt überzeugen oder will ich ihn zwingen? Ja, und dann kann man sich klar machen, wenn ich ihn zwinge, wird das eine Gegenbewegung geben. Der wird irgendwann extrem ungesund leben. Na klar. Ja, versuche ich ihn zu überzeugen, ist es was anderes? Versuche ich ein gutes Vorbild zu sein? Gibt es Chancen? Das ist. Die Kinder machen sowieso alles nach, brauchst ja nicht erziehen, die machen eh alles nach. Die gehen gerne in Resonanz. Wenn sie spüren, dass das dir gut tut, gehen die in Resonanz. Dann, ja, aber keine wenn wir sie überzeugen, und das musst du, und vielleicht auch noch mit diesem Zeigefinger. Weniger. Ja, Entscheidung. Entscheidung, das ist das Entscheidende, weil uns wird ja suggeriert, wir hätten immer die Wahl. Ne? Sie haben die Wahl. Ein Discounter wirkt damit. Du hast die Wahl. Ja, dann wird uns aber zur Auswahl die Billig-Coca-Cola und die Coca-Cola gewählt. Das heißt, das, was uns für uns wirklich wichtig ist, nämlich über unser Leben zu entscheiden, wie wir leben wollen, da kommen wir ja gar nicht dazu, weil wir ja so viel entscheiden müssen bei den Produkten und so weiter. Aber das Entscheidende ist das, dass wir uns tatsächlich entscheiden und die Verantwortung
zu uns nehmen. Und das hat nichts mit selber Schuld, sondern hey, ich bin ja nicht Opfer von einer Krankheit, sondern es ist etwas, was mir, wo ich mir selber etwas sagen will. Das ist ein Ausdruck von meinem Schatten, und der Schatten ist der eigentliche Schatz. Ja. Daraus kann ich wirklich so viel ziehen. Ja. Das liegt auch in der Regel nah. Ja? Also so der Alchemist Coelho, ja, langer Weg, um zu merken, dass die Lösung liegt zu Hause. Das ist in vieler Hinsicht so. Es ist natürlich immer mein Rheuma, meine Lungenentzündung. Es gibt keine zwei gleichen, aber der Rahmen ist derselbe. Lungenentzündung ist halt ein Konflikt sozusagen, Kommunikationskonflikt. Ja. Und wenn ich mich dem stelle, werde ich meine Lösung finden. Das ist schon letztlich so. Also die Sprache der Seele auch wieder zu lernen. Ja, und auch einfach mal bewusst zu unterscheiden. Ja, das, was der Psiram nicht kann oder nicht will, oder Wikipedia, dass ein Unterschied ist zwischen Schuld und Verantwortung. Ja? Ich habe für vieles Verantwortung, und das hat mit Schuld überhaupt nichts zu tun. Ja. Ja, mein Leben ist ja nicht an sich eine Schuld. Ja, also ich meine, ich kann das im Sinne der Erbsünde der Katholiken interpretieren, dann müsste ich aber mal wissen, was damit gemeint ist, dann ist es nämlich auch wieder akzeptabel. Aber wenn ich davon ausgehe, ich habe die Verantwortung für mein Leben, dann passiert viel. Ich meine, am Ende meiner Psychoanalyse, und das waren ja doch viele, viele Stunden, wenn da rauskommt, dass meine Mutter schuld ist, ehrlich gesagt. Ah, dann bin ich weiter Opfer. Ja, da muss ich ja auch sagen, was für ein Quatsch. Die hat sich natürlich bemüht, im Nachkriegs-Berlin das Beste zu tun. Und da gehörte eben Bückling dazu. Der war mir entsetzlich. Aber ich weiß, und das habe ich schon damals, glaube ich, gemerkt, sie meint es nicht böse. Ja. Auch den Bückling, den man vor unsäglichen Erwachsenen machen musste, das war überhaupt ein schreckliches Wort, da muss man immer verbeugen früher. Also da habe ich mich vor Idioten verbeugt. Das ist mir schon immer widerstanden. So, aber die hat es ja nicht böse gemeint. Wenn ich das weiß, was dahinter ist, kann ich natürlich auch entspannt damit umgehen, mit all dem. Ja, und natürlich für mich wirklich so entscheidende Entscheidungen treffen. Das ist eben nicht die, zwischen welche Süßigkeiten nehme ich heute, sondern die Entscheidung ist, brauche ich Süßigkeiten oder schaue ich, dass Süße in mein Leben kommt, dass ich einen süßen Partner finde, mit dem ich unglaublich süßes Liebesleben feiern kann. Ja. Die Entscheidung wäre wichtiger. Ja, und letztlich, wenn wir so zu wichtigen Entscheidungen kommen, werden die immer wichtiger. Ja, letztlich kommt es dann auch zu der Entscheidung, wofür bin ich da? Ja, was will ich leben? Ja. Oder auch mal die Frage, was wird mir auf dem Totenbett ein Problem sein? Ja. Und wenn ich mir das anschaue, dann ist in allen Kulturen, wo diese Umfragen gemacht wurden, immer dasselbe rausgekommen, selbst bei indigenen Kulturen. Die Leute leiden am nicht gelebten Leben, dass sie es nicht gewagt haben, ihr Leben zu leben. Das heißt, nicht die richtige Entscheidung getroffen haben für ihr Leben, für sich. Und das ist so, da gibt es eine schöne Geschichte von einem Chassidim, Susya heißt er, Rabbi, liegt auf dem Totenbett. Ach ja. Ja, ja. Liegt auf dem Totenbett und ist griesgrämig. Und die anderen jüngeren Rabbis da sagen, aber Susya, du brauchst doch keine Angst haben, du hast ja gelebt, also so gottgefällig wie Moses selbst. Und Susya sagt, das ist das Problem. Ich habe gelebt wie Moses und ich hätte leben sollen wie Susya. Das ist der entscheidende Punkt dieser Entscheidungskrise sozusagen. Also da auf den, und mit der Geschichte kann man es schön wirklich auf den Punkt bringen, finde ich. Ich finde das auch ein schönes Schlusswort, weil ja, wir sind sozusagen die einzigartige oder einmalige Ausstülpung sozusagen dieses großen Geistes und dies einfach anzunehmen, so wie wir sind. Diese Einmaligkeit, aber Gleichwertigkeit mit allen und diese Einmaligkeit zu leben, statt irgendeine Kopie von jemandem anders zu sein. Vielen Dank, Rüdiger. Danke auch. Danke auch. Liebe Zuschauer. Sie haben, waren Zeuge von einem Gespräch über die Krise und vielleicht sehen Sie jetzt den kommenden Krisen nicht nur gelassener, sondern vielleicht gespannter. Entgegen so zu, nach dem Motto, seid willkommen, ihr Krisen, denn sie bringen mich mir selber näher. Herzlichen Dank für Ihr Zuschauen und auf bald bei Neuer Horizonte TV. Tschüss.